the day when you call me to go. You'll need to carry on into the road. You'll call me today with a year on your road to be the witness of hope in the world. Sie haben es
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show. Gelobt sei Jesus und Maria. Ich wünsche euch einen angenehmen Morgen, liebe Jugendliche. Ich hoffe, ihr habt genügend geschlafen, dass ihr wach seid, körperlich wach. Aber jetzt folgt ein geistiges Wachwerden, ein inneres Wachwerden, ein Wachwerden des Herzens. Und ich denke, dass die Musik geholfen hat, dass ihr dieses innere Wachwerden habt. Jesus weckt seine Jünger. Auch uns möchte er nun erwecken. So lasst uns beginnen mit unserem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Öffne deine Hände, öffne dein Herz. Lasst uns mit ganzem Herzen wiederholen, mit ganzem Herzen beten. Komm, Schöpfergeist. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Besuch das Herz der Kinder dein. Erfüll uns alle mit deiner Gnade, die deine Macht erschaffen hat. Er, du, der Tröster, wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand. Du Lebensstrom, Licht, Lieb und Glut. Der Seele Salbung, höchstes Gut. Komm, Schöpfergeist. O Schatz, der siebenfältig ziert, auf Finger Gottes, der uns führt. Geschenk vom Vater zugesagt, der unsere Zungen reden macht. Zünd an in uns dein Dahnlicht, diese Liebe ins Herz, dem Gebrech, stärke unseres Leibes Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feindes Gewalt, in deinen Frieden uns erhalt, dass wir geführt von deinem Licht in Sünd und Leid verfallen nicht. Gib, dass durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier und dass als Geist von beider dich wir alle Zeit glauben festiglich. Lob sei dem Vater auf dem Thron und seinem auferstandenen Sohn, dem Heiligen Geist auch alle Zeit, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
из Евангелия по Матею. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Научаваше их у njihovoj sinagogi. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben sie nicht all seine Schwestern unter uns? Woher also hat er all das? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Gedem unseres Herrn. Lasst uns nun den Text aus dem Evangelium meditativ brechen. Jesus kommt in seine Heimatstadt zu Menschen, die er kennt, die ihn kennen, seinen. Isusovi sumještani misle da ga all die in Jesus Nähe meinen, sie würden ihn kennen. Oni ga ne vide. Sie sehen ihn nicht. Gledaju ga. Sie sehen ihn njegove roditelje, durch seine Eltern, seine Verwandten. Er ist der Sohn des Zimmermanns. Lijepe etiketu na njega. Sie tun eine Etikette ihm aufkleben. Zato ga ne vide. Deshalb sehen sie ihn nicht. Ne vide Isusa. Sie sehen nicht. I tako se zatvaraju prema njemu. Und so verschließen sie sich vor ihm. Srce im postaje tvrdo tlo. Ihr Herz wird zu einem harten Boden. Sie nehmen sein Wort nicht an. Deshalb konnte Jesus dort nichts tun. Bei unserem Logo vom Jugendfestival ist das Herz offen. Überprüfe, ist dein Herz offen oder verschlossen für Jesus?
Vielleicht denkst auch du, du würdest Jesus kennen. Vielleicht siehst du ihn auch durch einen Filter. Wer ist Jesus? Wie siehst du die anderen Menschen an? Vielleicht siehst du sie durch verschiedene Filter an. Vielleicht siehst du im Nächsten nicht den Menschen, das Geschöpf Gottes, sondern du schaust ihn an durch Nation, Glauben, Hautfarbe, Interessen. Begreifst du, dass unser Sehen begrenzt ist, dass wir nicht die ganze Wirklichkeit sehen, das ganze Bild, sondern nur kleine Ausschnitte? Und so, dabei sind wir so sicher in die Richtigkeit unserer Sicht. Ich schaue aus meinem Blickwinkel und denke, ich würde alles sehen. Ich bin blind und überzeugt, dass ich sehe. Ich sehe das, was unwichtig ist, und nicht das, was wichtig ist. Jemand hat gesagt, die Welt, in der du lebst, ist häufig deine gedankliche Konstruktion. Wir sehen die anderen nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Jesus sagt, dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird auch dein ganzer Körper heil sein. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Ich sehe mich und meine Schwäche nicht. Ich sehe aber den Nächsten und ihre Sünden. Ich sehe den Balken in meinem Herzen nicht, aber den Splitter im Auge des Nächsten schon. Ich bin kurzsichtig für meine Schwächen, habe aber die Augen des Falkens für die Fehler des Nächsten. Ich bin geblendet und blind, wenn ich ihre Stärken, Tugenden sehen soll, sehe aber auf einmal, wenn ich ihre dunklen Seiten sehen soll. Sehen will. Jemand hat mal gesagt, jeder von uns kennt neidische Menschen, das sind immer die anderen. Bemerkst du, dass die Ansicht der anderen dich steuert? Die loben dich, du bist glücklich. Sie kritisieren dich, du bist traurig. Bemerkst du, dass verschiedene Trends, Moden mit dir regieren? Bemerkst du, dass du eine Mariette bist? Wie dein Glück abhängig ist vom Haben, vom Ansehen, Herrlichkeit, Geld, Ruhm. Dabei bist du aufgerufen, eingeladen, bedingungslos, absolut glücklich und zufrieden zu sein. Jemand hat mal gesagt, wenn du denkst, dass du das bist, was deine Freunde und Feinde sagen, dass du wärst, dann tust du offensichtlich dich selbst nicht kennen. Mi nešto preuveličavamo.
übertreiben bei etwas und bei etwas tun wir das. Verringern. Es ist abhängig davon, um was es sich handelt, um wen es sich handelt. Wir generalisieren. Einer ist so, alle sind so. Idealisieren die Person. Sotonisiramo osobu. Sotonisieren die Person. Gledamo ideološki. Wir schauen ideologisch. Vlada li u tebi herrscht in dir ein pessimistisches Schauen? Ova čaša je poluprazna. Dieses Glas ist halb leer. Oder optimistisch? Dieses Glas ist halb voll. Sudimo. Richten, gut oder schlecht. Razne predrasude su nama. Verschiedene Vorurteile sind in uns. Razne projekcije, slike vladaju. Verschiedene Projektionsbilder herrschen in uns über Gott. O drugima. Über den Nächsten. Daher sollten wir unsere Sichtweise überprüfen. Arbeitet an eurem Herzen, sagt die Mutter Gottes. Überprüfe deine Sichtweise. Zweifel an dein Schauen, deine Betrachtung und stelle dir die Frage. Vielleicht habe ich falsche Bilder und Begriffe über Jesus. Über Gott, über die Beichte, über das Gebet. Vielleicht habe ich nicht alles gesehen. Vielleicht sehe ich nur Bruchstücke und nicht das Ganze. Vielleicht sehe ich es falsch, verdreht. Vielleicht in der Person, die mir nicht sympathisch ist, die ich nicht mag. Vielleicht gibt es in ihr etwas Gutes. Vielleicht in der Person, die ich nicht grüße, die mich verletzt hat, über die ich negative rede. Vielleicht gibt es in ihr doch etwas Gutes. Vielleicht gibt es gute Qualitäten in dieser Person. Eigenschaften. Wie ist mein Blick auf das Leben, meine Einstellung? Vielleicht ist sie falsch. Pessimistisch. Vielleicht sehe ich nur die negativen Seiten dieser Welt. Die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, nutzt diese Zeit und ersucht von Gott die Gnade der Heilung eures Herzens, damit ihr Gott und die Menschen mit dem Herzen sehen könnt. Damit ihr mit Herzen, Gott und den Menschen seht. Nun bitte in der Stille deines Herzens, Jesus, Jesus, reinige mein Schauen, mein Sehen. Geh tiefer in dein Herz, in dein Inneres und bitte, Jesus, Jesus, reinige mein Herz. Darin ist der Grund, in ihm ist der Schlüssel im Herzen.
Reinige mein Herz, Jesus, von allen Negativen. Oczysti moje serce, Jesus. Reinige mein Herz, Jesus. Oczysti moje serce od svega što uzrokuje. Reinige mein Herz von allem, was dazu führt, dass ich falsch sehe. Danke nun. Wiederhole in deinem Inneren die Worte: Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Übergebe dich komplett, Jesus, mit vollkommenem Vertrauen. Jesus, ich vertraue auf dich. Erhole diese Worte. Jesus, ich vertraue auf dich. Bitte Jesus nun um etwas, was du fühlst, dass du es bedarfst. Bitte ihn mit ganzem Herzen. Bitte für den Nächsten. Jetzt all deine Gebete in das gemeinsame Gebet hineintun, das Jesus uns gelehrt hat zu beten. Lasst uns nun das Gebet des Herrn beten, mit ganzem Herzen unsere Hände öffnen, unsere Herzen öffnen. Wir stehen auf und beten gemeinsam. Mit ganzem Herzen beten wir die Worte Jesu mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der Königin des Friedens segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Let it shine.
Come on, let's sing to the Lord, because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing to the Lord, because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord, because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's dance to the Lord, because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.